Hallihallo, liebe Freunde, wir haben uns gerade die restlichen Ausrüstungsgegenstände besorgt, die wir noch brauchen. Jetzt haben wir die bestmögliche Ausrüstung in diesem Spiel. So, das Sturmgewehr verkaufen wir. 11.000 ist okay. Nicht, dass das jetzt noch interessiert, die Kohle. Jetzt haben wir ja alles. Und den Teilkörper auch bitte geben an ihn. Jo. Gut. 8 Rüstung und das fette Geschütz. Dann gehen wir jetzt noch ins Bettchen und dann machen wir den Rest im Aniki Building platt. Dann testen wir gleich mal das Ding. 17 Schaden, das kann sich schon sehen lassen. Herrlich. Jawohl. Kohle. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber trotzdem. Raff, Scheffel. Fuck you. So schnell geht's, wenn man sich mit Jack anlegt. In der Maximalversion. Ja, also besser geht Jack nicht. Alle Stats auf Maximum und beste Waffe, beste Rüstung, also mehr geht nicht. Was willst du denn, du Vogel, ey? Ich fass es nicht, da legen die sich mit uns an. So, Kollege, einmal werde ich deine Dienste noch in Anspruch nehmen. Da musst du zusehen, woher du deine Gäste bekommst. Gut. Dann auf zum Aniki Building, zum Final Battle. Der Rest der böse Wichter wird platt gemacht. Die mir mit ihrer Spielzeugpistole irgendwie schaden könnten. Diese Weichflöten. Jetzt nicht überfahren werden kurz vorm Ende. Gut, dann müssen wir den im vierten Stock waren wir eben. Ja, da müssen wir auf der einen Seite noch alle platt machen. So. Zweiter Stock. Dritter Stock. Vierter Stock. So. Da sind noch welche. Aber die nehmen wir uns jetzt vor. Hallo. Ah ja, super, jetzt haben wir den Zauber zweimal angewendet. Ja, dieses Sturmgeschütz macht Spaß. So, mal eben 17 Schaden. Auf jeden Fall oftmals über 12. Ist schon schön. Und der fette Ork noch. Also wie ihr seht, hier machen die Gegner doch noch ordentlich Schaden, obwohl wir jetzt die beste Rüstung und so haben, also... Aber dennoch hauen die hier gut rein. Ja, ich weiß, die Kohle brauchen wir nicht mehr, aber wir nehmen sie trotzdem.
Das ist die Raffgier in mir. So, mal schauen, was hier gibt. Cyberdeck. Jetzt ziehe ich euch die Hose aus. Ich klaue euch euer ganzes Geld, ihr Penner. So. Combat failed. Aber diesmal bin ich nicht aufs Feld gelatscht. Wie sonst immer, wenn da Combat fail steht. So. Data received. Das ist ja ein niedliches kleines Computerchen. Nur zwei Bereiche. Aufzug aktiviert. Gut. Auf ins vorletzte Stockwerk. Geh auf da. So. Der fünfte Stock. Kommt hier wieder einer raus? Kurz abwarten. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Nein, diesmal nicht. Auch gut. Okay. Ihr seht, es werden ja auch mehr, wollte ich gerade sagen. Aber sind es mehr? Als im letzten Stockwerk? Aber mit meinem Enfield-Geschütz. Ja, doch, einer mehr ist es hier, glaube ich. Zwei sogar, zwei Magier hier. Schieß! Platt machen. So. Mensch. Der ist tot. Und. Der auch. Also wie ihr seht, mit dem richtigen Skill ist hier auch alles ohne Helfer machbar. Die braucht man eigentlich nur, wenn man es nicht geschafft hat, sich vernünftig hochzuleveln. Gut, wieder ein Rechner für uns. Gibt's wieder Kohle, die wir nicht mehr brauchen? Book received. Was muss ich denn jetzt hier machen? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal rüber. Ich dachte, jetzt gehen die Schranken da auf, aber er sagt mir nur Phonebook received, aber es passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Hallo! Danke. Otto Spielstunde. Die machen Otto verrückt. Ja. Otto, deinen Schädel spalten, liebe Leute. Das ist der letzte Raum. Obwohl wir erst im fünften Stock sind, irgendwie. Jedenfalls laut Anzeige da. Beim Fahrstuhl. Aber das ist der letzte Raum des Spiels. Vier Karma kriegen wir noch. Ja, damit wären alle getötet. Wir heben hier nochmal die Kohle auf. Ja, und bevor wir das Spiel beenden, gucken wir dann gleich nochmal, was da am anderen Rechner abgeht. Bei den einen, wo wir dann auch noch hacken. Der Vollständigkeit halber. Hier noch irgendwas?
Das ist hier der finale KI-Computer. Aber wir gehen gleich erstmal rüber zu dem anderen. Und gucken da nochmal kurz. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache erstmal einen Cut. Bis gleich!